Vergib mir. Segel! Sim! Gebt ihm was? Verschafft mir! Yeah. Sieh dir das an. Sag mir, was du siehst. Ich sehe dich. Genau wie ich dich zuletzt sah. Über verstaubtem Papyri und immer noch verlierst du mehr, als du gewinnst. Wissen bedeutet nicht unbedingt Weisheit, Bajek. Hast du von Ramses II. Gehört? Der große Pharao? Vater von 100 Kindern? Ha? Er ist der Pharao, der wandelt. Woher weißt du das? Das hier erzählt davon. Seltsam, denn es ist sicher 1000 Jahre alt. Ein großer König mit zersplitterter Seele. Was er will, steht da nicht. Etwa Rache? Oder hat er unerledigte Angelegenheiten? So wie wir alle. Warte, Bajek. Einen Moment, bevor du dich noch umbringst. Der Name des Pharao. Der Schatten des Pharao. Ein altes Ritual, es steht alles hier. Faszinierend. Wenn er wie die anderen ist, weiß ich, was zu tun ist. Aber ich brauche das Pergament. Natürlich. Und? Wie wär's mit Finderlohn? Gib sie mir doch einfach, weil du ein gütiges Herz hast. Falls du das nicht schon beim Würfeln verspielt haben solltest. Ich gebe dir meinen Segen. Reh, beschütze dich, Bajek! Des Pharaos Djib, sein Schut, sein Renn. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Thank you.
Scheiße ab. Oh. Die Soldaten graben hier. Ich muss die Lieder vor ihnen finden. Hier sollte ich vorsichtig sein. Bededuk ani kayıt. Oysa bit. Dar suça. Des Pharaos Djib, sein Schut, sein Ren. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten.
Banditen haben hier gelagert. Falls noch etwas übrig war, haben die es jetzt. Ein unmarkiertes Grab mit derselben Kartusche aus den Hymnen und Liedern. Bist du ein Dieb? Ein Grabräuber? Hast du die Toten bestohlen? Die Götter? Verleumdung, Trunkenheit, Maßlosigkeit. Leg die Wollust deine Augen. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Nur nicht verlaufen. Oh.
Des Pharaos Djib, sein Schut, sein Renn. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Berge von Sand. Ich beende das. Nee, wir müssen das entfernen. Das ist brennbar. Was ist das? Was für ein wunderbares Tier. Er ist erst zufrieden, wenn ich mich opfere. Kann ich in seinen Augen... Wie kann ich hoffen, diese Biester zu besiegen? Vater kann mir viel befehlen, aber ich bin kein Krieger.
Dein Vater will, dass du Skorpione jagst, Junge? Junge? Noch einer, der mich bevormunden will? Vergib mir. Ich bin es leid, es ihm erklären zu müssen. Er und seine Prüfungen. Ich will nicht seinen Weg gehen, Neb. Bayek. Du willst für dich selbst entscheiden. Erzähl von der Zeremonie, für die du dein Leben riskierst. Er glaubt, dass sie mich zum Mann macht. Dass ich lerne, Verantwortung zu tragen. Ihm geht es um Symbole. Stärke, Geborgenheit und Macht. Nur Folklore und Ammenmärchen. Aber du willst dich ihm nicht widersetzen. Auch wenn du dich dafür opferst. Vielleicht könnte ich es für dich tun. Und was wäre ich dann? Ein Feigling? Ein Versager? Ah, klug. Solche Prüfungen sind nicht das Einzige, das dich zum Mann macht. Das würde ich meinen Sohn lehren. Bei Rehs Licht, du hast recht, Bayek. Ich warte nördlich von hier auf dich. Ja. Skorpions, ein deutliches Symbol der Stärke. Geschafft? Du hast das Blut? War es furchterregend? Im Kampf gegen einen schrecklichen Feind, nicht wissend, ob du lebst oder stirbst? Oh, du bist sehr wortgewandt. Findest du? Ich würde so gerne Schreiber werden. Weiß dein Vater davon? Der mächtige Krieger? Wäre es keine Schande, einen Schreiber als Erben zu haben? Er wünscht sich sicher vor allem einen guten Sohn. Wie lautet die nächste Prüfung? Das Symbol der Geborgenheit. Wir müssen ein Ankh aus den Höhlen der Tapferen stehlen. Kann man die Toten schänden, wenn man im Reich der Toten ist? Ich komme wieder, sobald ich es habe. Und die letzte Prüfung nenne ich dir am anderen Ende der Höhlen.
Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Weg abkommen. Whoa. Oh. Whoa. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Der Wind wird stärker. Nicht gut.
Weiß, ob es hier sicher ist. Nenn mich paranoid. Da kommt ein Sandsturm.
Whoa. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Da kommt ein Sandsturm. Altes Symbol des Lebens und des Schutzes. Zu beschützen.
So ein kleines Ding? War es schwer, es zu bekommen? Haben die Geister der Gefallenen geschrien und gekreischt? Ihre eisigen Finger um deinen Hals gelegt? Ah, du hast eine lebhafte Fantasie. Das ist sowohl Gnade als auch Fluch. Hm. Was passiert nach den Prüfungen? Ich stelle mich meinem Vater. Glaubst du, er wird mir zuhören? Sei stark und stolz. Er wird dich hören. Als letztes soll ich den Königsbart des Pharaos im großen Sandsee stehlen. Es soll aus dem Sand herausragen. Das Symbol der Macht ist der Bart? Ein Junge ist kein Junge mehr mit Haaren am Kinn. Ich treffe dich im Allerheiligsten von Hasiesse. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Ich lasse besser den Mund zu. Hmph.
Hab dich! Thank you.